Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Uncharted 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Euer Transact für euch am Mike freut sich mit euch auf eine schöne neue Runde, eine gepflegte Runde Uncharted 4. Ganz wichtig auch nochmal, meine Social Media Plattform, checkt die doch mal aus, so wie beispielsweise Twitter und Instagram, findet ihr unten in der Videobeschreibung, checkt doch unbedingt mal aus. Und heute geht's weiter, ich freue mich auf eine neue Runde hier, wir schwimmen jetzt erstmal hier so ein bisschen, dass wir hier wieder Luft kriegen, hallo. Meine Güte, ich muss unter diesem Dock irgendwie weg jetzt und gucken. Aha, hier müssen wir lang. Wir nähern uns so ganz langsam dem Finale des Spiels hier. Willst ja gar nicht glauben, dass wir hier irgendwann nochmal das Finale erreichen. Also hier hoch, ja, hier können wir hoch. Moment. Aha. Die sehen mich bestimmt jetzt gleich. Mal sehen, was du auf Lager hast, Captain Avery. Das Ende eines Diebes, Kapitel 22. Da sehen wir das wundervolle Schiff. Und ich würde wetten, dass da mit Sicherheit etliche Feinde wieder lauern. Jo. Heilige Scheiße. Da hat jemand ein Loch reingesprengt. Was ist da wieder los? Immer Stress hier im Karton. Wenn Nathan unterwegs ist, gibt es immer Explosionen und Stress. So, jetzt lass uns da mal rein in die Butze. Ist schon richtig cool gemacht hier mit dem Feuer. Was haben wir hier? Da können wir was untersuchen. Oh, oh, da müssen wir aufpassen, dass wir hier gleich eine Rauchvergiftung kriegen. Hallo, hallo, wo geht's denn hier weiter? Hochklettern vielleicht. Ja, Vorsicht mit dem Feuer. Da geht's nicht weiter. Ach, wir müssen hier nach oben klettern. Alles klar. Okay. So, schauen wir mal. Uiuiuiuiui. Die Arbeit hier wartet bestimmt wieder Ärger. Sam? Oh, alles vergoldet hier. Brennt irgendwas. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen hier. Bin ich hier irgendwo hoch? Der kann hier nirgendwo hoch. Der kann nirgendwo rein. Kann ja gar nicht wahr sein. Von hier sind wir gekommen. Müssen wir vielleicht hier da oben die... Nee, aber da ist ja nichts mehr. Hier irgendwo was beiseite schieben. Wir müssen, glaube ich, nach unten. Der arme Sam, der verkohlt da unten schon, weil ich hier den Eingang nicht finde. Sam! Ach, Moment. Hier kann man, glaube ich, rein. Oh, alles voll Gold. Wow, ist das ein Schatz. Wow. Kann ich, das will ich alles einsammeln hier. Alles meins. Da kann man nicht hoch. Da ist irgendwas. Da kann man rein.
Boah, alles voll Münzen hier. Wow, Rafe, unser alter Freund. Oh, er ist da. Die alte Ratte. Sam, entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Rafe, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Oh oh. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für Sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Oh, ich glaube... Im Ernst, Rafe, das ist der, das wird sogar finden. Weißt du was? Oh! Das sieht nicht gut aus. Das war's schon. Im Ernst, Rafe, das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Oh, shit. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub-Al-Khali-Wüste. Ach, shit. Verflucht. Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Ah, shit. Richter. Oh, 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 oh. Kann der nicht auch mal boxen, Mensch? Oh, shit. Eieiei. Rafe, das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub-Al-Khali-Wüste.
Ah, das war wieder ein rechter Angriff. Verdammte Axt. Verflucht. Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Mann, jetzt greif ihn doch auch mal an, Mensch. Verdammte Axt. Fand das sagenumwobene Eldorado. Wo kann ich da mal hin, Mensch? Ach Mann, der trifft ja überhaupt nicht, der trifft ja überhaupt nicht, der Idiot. Was ist das denn für ein Schwächling hier? Meine Güte. Im Ernst, Drake, das kann ja ein bisschen dauern hier jetzt. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Mann, jetzt hau ihm doch mal eine. Ach, du bist aber auch ein Schwächling, meine Güte, du. Ah, das kann doch nicht mehr wahr sein. Das ist ja geil, also. Der kann ihm nicht mal eine Backpfeife geben, so ein Schwächling hier, du. Also, unfassbar. Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Jetzt ist wieder ein rechter Angriff. Das kannst du gar nicht so schnell sehen, ob der nun von links oder rechts kommt, der Angriff. Verflucht. Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Wird das jetzt ein linker oder ein rechter? Scheiße, links, rechts. Hau ihn doch mal eine, Mensch. Das gibt's doch nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Echt, also. Das ist aber auch ein Schwächling, der Kerl. Also, eine alte Oma kann ihn ja besser angreifen als Nathan Drake hier. Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Ah, ich kann hier nur ausweichen. Ich kann ihn nicht schlagen. Komm schon, unfassbar. Wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Ach, das war links, rechts. Verdammte Axt. Ja, okay. Hör auf! Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Klingt er jetzt links oder rechts? Was macht er jetzt? Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ah, ich glaube, wir haben es jetzt endlich gewarnt, mal mir aus dem Weg zu ein bisschen weiter. Ja. Ja, endlich, meine Güte. Hau ihm noch mal was an Latz jetzt hier, den Spacko hier. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja, mit der Spitze zustechen, richtig? Oh, jetzt muss ich wieder nur blocken. Das ist ja unfassbar. Huh!
Nate? Scheiße! Tod! Ah, shit, shit, shit. Oh, shit, shit. Jo, mach, 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 mach. Das war knapp. Boah, der Mega-Fight hier. Alter Schwede. Alter Schwede, ist das ein Kampf. Außen, außen. So, wo greift er jetzt an? Jo, hau ihn doch rein, Mann. Was, worauf wartest du denn? Oh, das ist ein Penner, du. Also, hau, mach doch! Ich drücke hier wie ein Bekloppter. Also, das ist doch nicht zu fassen. Wie bescheuert bist du denn? Nun mach doch! Oh! Er drückt, er macht das nicht, er macht es nicht. Das wow, wow, wow. Könnte etwas wehtun. Sauber. Endlich ist der Spacko auch mal verletzt hier. Oh, jetzt ist er müde. Oh, oh. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das war's. Ja, 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 ja. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht alles normal machen. Nee. Ah, shit. Oh, oh. Das war's wieder. Das war's wieder. Das war's wieder. Die Knöpfe, die fallen mir hier fast aus dem Joystick. Der muss doch mal zu treffen sein, dieser scheiß Spacko-Mensch. Der Kampf, der ewig wart. Ja.
Man weiß nicht, wie er angreift. Das ist echt total ungerecht hier. Also das ist totaler Schwachsinn. Das war's wieder. Jo. Adios, amigo. Den kann nur auch 8000 Mal kloppen, den Vogel, der fällt trotzdem nicht um. Ist ein Schwächling, das ist unfassbar. Der hat es verdient, 15 Mal zu sterben hier. So ein scheiß Schwächling, also mein Gott. Unfassbar. Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Schlag ihm endlich seine hässliche Fresse vom Schädel da, mein Gott. Wenn du bleiben und mit dem Schiff verbrennen willst, gerne. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts geschafft. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert bekommen. Das war's. Der Schwertkampf, der ewig wart. Gibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts geschafft! Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert. Alles! Bis auf das! So, jetzt ist gut, mein Gott! Jetzt hat er keine Lust mehr hier. Schwachsinnskampf. Mach zu jetzt. Er gehört dir. So, lass den Penner verbrennen hier. Heilige Scheiße. Hey, komm, schaffen wir dich hier raus. Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's nochmal. Es ist zwecklos. Versuch's. Es ist zwecklos. Verdammt. Hör mir zu. Hör mir zu. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, so nein. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nein. Es muss einen Weg geben. Nathan, du musst hier weg. Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Nathan, der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Was ist das? Das ist es! Was machst du da? Vertrau mir! Halt den Kopf und... Jo! Ist gelöscht. Das ist eine gute Idee gewesen. Durch das Gewicht, jo. Schaffst du!
Sauber. Du bist absolut verrückt, Mann. Das sagt der Richtige. Das schöne Schiff. Mein Gott, was für ein Kampf, was für ein Ende. Spektakulär. Weiter. Boah, die Musik ist so genial. Wow. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Spektakulär, beide überlebt. Besser geht's nicht. Hoffentlich hat er ein bisschen bei Thomas Schatz eingesteckt jetzt hier. Und hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab. Und hinterlässt kleine Hasenüberraschung überall auf dem Bett des Direktors. Eine hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war... Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war... interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum das bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... zufrieden? Stattdessen habe ich... irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende... stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man... entscheiden, was man behält... und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke.